Okay, irgendwie spinnt das Spiel ein wenig. Herzlich willkommen zurück zu den Souls-like-Spielen mit The Surge von Deck 13. Ich meine, hier oben sind 32 Grad in meinem Dachgeschossfenster, aber Dachgeschossraum, aber eigentlich hat es bisher mal alles stabil funktioniert. Ich hoffe, dass das jetzt auch so ist. Er hat uns wieder versetzt nach dem Punkt, wo wir die Jungs hier erledigt haben. Wo ich dann diesen Gang hier aufgemacht habe. Ja, wir sind jetzt ja im Endgame sozusagen und versuchen mit Warren hier vorzudringen und herauszufinden, was, wie wir dieses Projekt Resolve stoppen können. Irgendwie kommen wir jetzt aber in einen Bereich, wo er eben abgeschmiert ist. Ich hoffe, dass das nur eine Ausnahme war. Sonst muss ich vielleicht irgendwie Grafik-Settings runterdrehen. Weil da drüben ist irgendwie Stickstoff ausgetreten oder sowas. Ich weiß nicht genau, was das ist. Eine Vanadiumzelle. Hier geht es wieder zu 1 zurück. Achso, okay, dann können wir nur eine Tür aufmachen. Aber ich habe den Ort nicht gefunden, wo wir den Fahrstuhl nach Stockwerk 3 befördern können. Oh, wir kriegen ja auch echt Schaden, ey. Na? Oh. Wir kriegen irgendwie nicht an jeder Stelle Schaden. Das ist ja merkwürdig. Warum kriegen wir hier vorne auf einmal Schaden? Was genau ist hier denn los? Oh, der wartet ja schon gierig auf uns. Wir können aber nur droppen, ne? Okay. Schön rein in die Soße oder was? Was ist das für ein Punkt hier? Also hier geht's zur Ops, steht da. Okay. Was ist hier für eine Ecke? Ach, hier unten? Ah, okay. Ja gut, aber das erklärt immer noch nicht die Frage. Erstens, warum sind wir abgestürzt eben? Was hatte das zu bedeuten? Und zweitens, wieso genau sind wir jetzt hier durchgegangen? Und wo ist der Punkt mit den drei, also wie wir das in den dritten Stockwerk kriegen, den Kram. Ich weiß jetzt auch nicht, was das hier ist. Ich mag mich hier eigentlich gar nicht so droppen lassen in die. Kann man darüber hüpfen vielleicht? Und dann? Du Scheiße, was ist hier los? Ich weiß nicht, wo wir hier sind und warum ich überhaupt diesen Weg jetzt gehe. Ich suche eigentlich nur einen Schalter, Leute. Oh, hier ist auch noch einer. Ich
meinen Füßen wird es aber schon ein bisschen warm. Ich habe so den leisen Verdacht, dass der Rechner vielleicht doch ein bisschen warm wird da unten. 30 Grad. Hm. Okay. Ist hier noch irgendwas? Alter, was für eine Soße ist denn das hier? Super, schön reingesprungen ist. So, wo geht's denn hier? Tut mir leid, wenn ich mir den Hals so bescheuert recke, aber... Log 8. Es erschafft mehr als nur Strukturen. Es erschafft Leben. Wir werden verschlungen. Wieder erschaffen als abstrakte Abscheulichkeiten. Werden wir in das System integriert? Sind diese armen Seelen noch irgendwo da drin? Echos und Erinnerung? Oder sind wir nur Futter? Dünger. Gute Frage, nächste Frage. Das wir niemals sehen oder verstehen werden. In diesen Gängen bin ich ja letztes Mal schon übelst häufig gestorben. Weil man nichts sieht und keine Manövriermöglichkeiten hat. Man liegt ja schon wieder alles voll. Was hat sich denn hier alles gegenseitig zerschnetzelt? Na, seit ich aufstehe. Ja, natürlich. Puls bei diesen ganzen Dingern, die hier so rumliegen, die theoretisch alle aufstehen könnten. Ja, siehst du? Da. Ja, das ist ja aber gleich. Oh, ich habe keine mehr. Das war nicht gut. Okay. Da ist ein Fahrstuhl. Hier drüben ist ansonsten nichts. Okay. Ist auch nix. Ist auch nix. Oh Mann. War hier nicht eben noch ein Fahrstuhl? Wo sind wir denn? Oh Mann, jetzt kommt das wieder, dass ich den Überblick verliere. Notfallsammelpunkt. Geier ist das. Nope. Da war doch eben noch ein anderer Fahrstuhl, den sollte ich erstmal ausprobieren. Her. Mann, ich finde das so schwierig. Genau, hier war noch. Wieso sind die wieder da? Ach nee, um die hatte ich mich noch gar nicht gekümmert, genau. Da müssten doch
irgendwann aber genug Stücke davon drin sein, oder nicht? Oh, ein Fahrstuhl. Was ist er denn? Ist er über mir? Oder ist er hier drin? Denn hier? Shit, das macht ja richtig Schaden. Diese armen Schweine, ey. Ja, aber ich habe einfach nicht genug. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich habe einfach nicht genug Kernleistung. Das ist das Problem. Shit, jetzt muss ich da hoch, oder was? War das für eine? Och nö. Scheiße, wie komme ich denn an die jetzt wieder ran? Ich sehe nix. Scheiße. Wo ist hier der Boden frei? Ja, hier nicht. Ja, toll. Und du? Ach, Mann. Shit. Kein Bock hier zu sterben wegen so einem Mist. Nochmal Gas oder was? Ihr meint es aber auch echt ernst hier in der Ecke. Was ist denn hier los? Ich sehe überhaupt nichts. Überhaupt rein gar nichts. So, Fahrstuhl. Jetzt lass uns mal bitte zu irgendwas Sinnvollem fahren. Spiele einem aber auch echt Angst machen, nur einen Schritt nach vorne zu tun durch die Spielmechanik. Ach guck mal, da ist wieder so ein Arschgesicht um die Ecke. Da ist bestimmt auch noch einer. Oh shit, jetzt explodieren die auch noch? Das ist doch nicht euer Ernst. Explodieren die auch noch. Ich dreh durch. Ja, und Sektor Reboot eingeleitet. Durchsage. Aha. Dann, was mache ich jetzt? Ich habe Angst, hier reinzugehen und auch zu explodieren.
Immerhin hat sie eine Treppe. Zu sein. Du heiliger Birnbaum. Identität bestätigt. Das ist aber auch wieder was völlig anderes. Mist. Ich würde ja gerne mal wieder einen Weg zurückfinden irgendwie. Hier geht's zu einem Fahrstuhl. War das der, mit dem wir kamen? Ich komme nicht mehr hinterher. Elektroweiter Reboot. Oh, jetzt sind wir schon wieder auf der Rückseite einer Tür, die... Ach Mensch. Waren wir nicht noch an einer anderen Stelle, wo es irgendwie in Notfallabschaltung ging? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Von dort, oder? Ne, von dort kamen wir. Okay. Ja, oder soll ich noch mal zurück zur Notfallabschaltung gehen, wo ich hier reingehe? Man weiß immer nicht, was man als nächstes tun soll, ne? Dann den Weg von irgendwas abschneidet. Ja. Schon interessant. Liegt er jetzt hier neu? Oh, Ligo, nimm doch ruhig alles mit. Also wirklich alles. So, lieber kaputt. Und da ging es lang, ne? Ja. Die ganzen Onkels erledigt. Ich hoffe, die sind auch noch erledigt. Achso, hier ging es ja nicht weiter, genau. So. Und dann sind wir hier weitergegangen, oder? Oder wollen wir weitergehen? Ach, und hier war der Obermuckel, stimmt ja. Am Notfallsammelpunkt. Oh nein! Okay, nee, den nehme ich mir noch nicht vor. Okay. Dann erst in die andere Richtung. Die Gegner kenne ich ein bisschen. Vielleicht finden wir da wieder zum Speicherpunkt zurück. Aber das ist ja wohl ein Viech, ey. Alter Schwede. Hier lang, dann ging es hier rum. Oh Mann, Junge, ich mache alles falsch hier. Hm.
Aber für den groben, großen Klotz würde ich halt gern mir einen Speicherpunkt in die Nähe legen. Weil ich würde ungern diesen ganzen Weg nochmal laufen dorthin. Oh, das war falsch. Boah. Der kam daher, dann muss es der sein, oder? Oder komme ich jetzt einfach nicht mehr klar? Was? Nee, Moment, hier kamen wir doch her, oder nicht? Oh Mann, ist das blöd, ey. Wenn ich zu doof bin, muss ich mich gleich wirklich dem... vorwerfen. Okay, nee, das, da kamen wir doch eben her und dann haben wir den genommen, oder? Muss es ja eigentlich der sein, ich weiß nicht mehr. Ach Mann. Ja, hier. Okay, haben wir die Tür geöffnet. Achtung, endgültiger Startbefehl ausstehen. Wieder gefressen. Alter. Jetzt wird es aber langsam eng mit den Jungs hier. Ach, der macht sich den Kopfschmerz weg. Ah, hier war doch irgendwo ein Durchgang, oder? Konnte man das nicht schon sehen mit der Botschaft irgendwo her? Über den letzten Fehler. Log bei 14 Stunden, 32 Minuten und 57 Sekunden. Neurovotum im Konferenzraum pausiert. Mehrheitsbeschluss Utopia ungeklärt. Utopia-Fracht wurde zur Startrampe 02 transportiert. Sofortiger Einsatz nach Erteilung von Go-Votum genehmigt. Sofortige Entladung nach Erteilung von No-Go-Votum genehmigt. Prioritätsanfrage. Sicherheitspersonal zur Untersuchung struktureller Veränderungen im Nukleus. Wie struktureller Veränderungen? Ach, die Nanosachen. Oh nein, wie komme ich denn jetzt hier wieder hin? Oh, gar nicht, ne? Oh, verdammt. Einmal unaufmerksam und dann hockt wieder so ein Depp hinter der Ecke. Ah, wir können endlich das aufwerten. Aber nicht voll, weil es uns jetzt fehlt hier. Das reicht nicht, oder? Doch, es reicht. Mann aus Stahl, sagt Steam. Der hat nur butterweiche Knie, leider, der Mann aus Stahl. Okay,
Wir müssen zusehen, dass wir da jetzt irgendwie wieder hinkommen. Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Wir müssen hier rum. Und hier hinter der Ecke steht wieder der Dödel. Drei? Toll. Na, super Drohne. Jetzt. Ich habe keine Zeit für deinen Quatsch. Das wohnt mich jetzt richtig. Diesen langen Weg bis da oben wieder hin, das. Wie soll das gehen? In der Zeit. Aber wir lassen den einfach liegen. Stickstoffpumpwerk. Jetzt müsste doch der Otto da gleich um die Ecke kommen. Ach, guck mal. Hier ist ja jetzt wieder alles erkennbar. Da schon raus? Ach, das war die Tür. Okay, ja, wir müssen hier runter. Nein. Ach Mann, ey. Knapp jetzt mit dem Pfad hier. Besonders so. Mussten wir jetzt da runter, ja, ne? Scheiße, hier sind so viele. Oh Mann, das wird eng. Bin ich hier überhaupt richtig jetzt? Scheiße. Oh Mann, das ist so verwirrend mit diesen Gängen. Ja, doch, hier muss ich lang. Na, ich gehe mal davon aus, dass wir das nicht mehr schaffen werden. Dafür müssten wir jetzt mehr Gegner zerknoppen auf dem Weg. Zieh dich um, geh aus dem Weg. Ja.
waren da hochgegangen, ne? Was soll das? Oh Mann, ey. Was müssen wir ihn anlocken gleich? Ah ne, da liegt unser Zeug schon, Gott sei Dank. Gemein und brutal, aber wir haben unser Zeug wieder. Ich brauche jetzt bitte endlich mal irgendwie eine Möglichkeit, irgendwo zu speichern. Oder eine Tür zu öffnen, oder beides, oder irgendwas. Was ist denn der Sack jetzt, der uns umgelegt hat? Natürlich da hinter der Ecke. Köpfchen muss man haben. Oder hatte er jedenfalls. Vielleicht müssen wir ja nochmal umskillen, wenn wir ein Nanoschutzmodul brauchen. Oh Mann, das wird immer verwinkelter und verwinkelter. Mama, es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ich hoffe, du weißt, wie sehr ich dich und Papa liebe. Wir haben an einem neuen Projekt gearbeitet. Ich kann leider nicht viel darüber sagen. Aber ich habe Bedenken. Ich möchte, dass ihr zu Onkel Ricardo fahrt. Er hat einen Schutzraum. Ihr müsst unbedingt... Das, ist das die andere Seite von dem Ding oder gibt's die jetzt öfter? Dann möchte ich gerne irgendwo einen anderen Weg haben. Exlift ist unterwegs. Bitte fahr doch jetzt mal irgendwo hin, was mir nützt. Okay, wo sind wir denn hier gelandet jetzt? Ich sehe nicht mehr durch, ehrlich gesagt. So, toll. Und was für einen Schaltkreis haben wir jetzt überbrückt? Hä? Der geht jetzt hier lang und dann da und dann ist das Rohr hier und... Und dann geht's hier hoch. Und dann hier durch. Utopia-Vorbereitung. Und da ist dann der Otto. Und der Otto sieht übel aus. Ich glaube, vielleicht brauchen wir doch so eine Nanoschutzausrüstung. Aber die kann ich ja unmöglich jetzt noch hochskillen. Schauen erstmal einmal nach unten ins Stockwerk. Ist jetzt über uns, ne? Da hängt er rum. Charlene, der Kurier ist auf dem Weg zu dir. Das Programm sollte die Formel verändern und den Effekt von Utopia neutralisieren. Wir haben nicht viel Zeit. Ich kann nicht fassen, dass diese Schwachköpfe etwas so Katastrophales derartig überstürzen. Du weißt, was zu tun ist. Das Programm muss so schnell du kannst und so nah am Kern wie möglich hochgeladen werden. Lass uns hoffen, dass es nicht zu spät ist. Ich habe Angst, dass jetzt hier noch so ein Ding. Scheiße.
Weiß ich nicht. Oh. Er ist nicht der Meinung. So eine Art scheiß Rakete da drunter, wa? Oh, heilen tut er sich auch noch, wie schön. Oh, was ist das denn? Darüber muss ich jetzt erstmal nachdenken. Vor allem, weil wir da so lange hinlatschen müssen. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein. 70.000 Altmetalline rum. Okay. Ja. Wir sind jetzt bei 36 Minuten. Das muss ich mir erstmal den Kopf gehen lassen, wie ich diese Gegner bezwinge, weil der ist ja irgendwie nicht besiegbar. Er heilt sich ja wieder. Hoffentlich heilt er sich nicht immer wieder. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir da machen sollen. Okay, ich danke euch sehr, dass ihr dabei seid bei dieser Reise in die Souls-like-Spiele mit The Surge, was ja am Ende hier nochmal echt Fahrt aufnimmt. Ja, bleibt immer schön neugierig und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge und versuchen diesen komischen Geschütz-Naniten-Dingsbums da erstmal zu lernen und dann zu beseitigen. Dann freue ich mich, bis wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid. Bis dahin, macht's gut, ciao.